Servus. Hier ist Gavedo, der schaut jetzt einmal über den Kopf auf. Der muss vorglühen über den Kopf. Und da kommt ein Steinbock. Da, Ranger. Ranger. Diesmal nicht der Vater, sondern der Sohn. Das ist aber auch eine Kunst, die Sonnenstadt. Ja? Ist ja groß. Ist ja Technik. Technik. Es kennen nur zwei Österreicher. St. Wolfgang. Es lag wieder viel Dieselgeruch in der Luft am Wolfgangsee. Bei der legendären Traktoria in St. Wolfgang trafen sich über 150 Traktorfans und Traktorveteranen aus Österreich und Deutschland. Die legendären 15er und 18er Steier aus heimischer Produktion waren da ebenso zu bestaunen wie der deutsche Kultschlepper Lanz Bulldog oder Eicher und Porsche Traktoren. Dabei braucht man als stolzer Traktorbesitzer viel technisches Know-how. Peter hat eine Lanzprüfung gemacht, eine Lanz-Startprüfung gemacht. Der Lanz ist ein Baujahr 41, der Lanz ist ein Baujahr 38, auch. Der hat die Lanzprüfung gemacht. Das ist der Lanzprüfer. Das Besondere ist das, da haben sie wenige Traktoren gebaut, weil der ist nur genützt bei der Landwirtschaft nach dem Krieg. Nach dem Ersten Weltkrieg, muss ich sagen, ist Personal schwach bin. Jetzt ist der Traktor nur Hof zu Hof gegangen, zum Dreschen und zum Holz ausschneiden. Baujahr 1924. Das sind mein Traktor hergefahren, ja. 60 Kilometer, ja. Wie lange fährst du her? Naja, wir machen da eine Pause in Weißenbachtal. Da haben wir Mittagessen ein wenig. Da haben wir Tisch und Bängen mit. Aber reine Fahrzeit hätten wir ungefähr 3 Stunden. 1911 an Lanz, der Traktor. Lassen Sie das auf der Zunge verbinden. Ja, das ist mir so. Aus Coburg. Ja, wenn Sie das schon bei uns. 140 Kilometer fahren wir her da. Mit dem Traktor. Mit dem Traktor. Ja, 4-3 Viertelstunden circa. Nicht? Das ist Hoppe, nicht? Aber ich komme schon 16 Jahre her da, nicht? Hier? Wir sind von Scherding, Oberösterreich. Nein, aufgelegt auf dem Anhänger. Mit dem kommen wir nicht so schnell vorwärts. Das geht. Der T86 Jubiläumsserie. Für die 1965 war er für die letzten Jubiläumsserie. Hast du Mut freut damit, ja? Ja, ich hab ihn relativ günstig gekriegt. Ich lasse ihn so, wie er ist. Und ich freue mich drüber. Können Sie mehr mit Traktor oder Frau? Nein, das kann man so nicht sagen. Für beides. Was haben wir für eine Auf Nummer? Was warten Sie da jetzt? 29. Auf bis ich in Lanz anstarten darf. Ja. Der Helmut Rinder aus Grundtal. Zweimal habe ich schon gestartet, also wäre der hoffentlich ein drittes Mal auch da gehen. Mit 30 PS. Mit dem man die Schwungscheiben nach vor und zurück pendelt. Und dann kriegt er den, weil der genug in Schwung hat, noch einen Hupfleber und dann läuft er. So, schaut sich jetzt diesen Kramer an. Oder die tolle Frau daneben, oder? Ich entscheide mich für die Dame. Ja? So, der Moment, der Johann Reli als Deutsch-Tannhausen mit einem Kramer KL1, 11 PS, 1954. Wie weit hat es die Anreise gehabt? 320 Kilometer, meine Damen. Ich muss sagen, ein Traktor gehört einfach zu einem Haushalt dazu. Ohne Traktor ging es nicht. Der gehört dazu. So heißt, zu einem richtigen Mann gehört ein Traktor. Genau. Ohne Traktor. Nicht nur zu einem Mann, zu einer Frau. So, ohne Traktor kann man auch. Nein, ohne Traktor kann man nicht, weil ich bin. Weißt du, was ich da sagen muss? Ein F-Führerschein, Traktor habe ich gleich geschafft, den bin ich. Da bin ich durchgefallen. Wirklich? Ja, aber ein F, den habe ich 100% geschafft, aber ein B nicht. Aber jetzt habe ich ein B und ein F. Ja, das taugt mir. Und der Traktor gehört dazu. Ein 180 Steiner mit 26 PS. Baujahr 48. Ja, ja, fertig. Ja. Wir sind mehr gewesen, was kann ich sagen. Habe ich auf die Uhr geschaut.
Ja, was habt ihr da für einen Traktor? Ein 190er Steirer. Arbeitet ihr noch damit bitte? Ja. 63 Jahre lang. 36 PS. Ja, du weißt eh, bald genug anfangen. Sollten wir mal die Arbeit annehmen, nicht? Ein 15er! 58 und der pumpert eins auch dahin. Vater. Der Vater ist der Spezialist, die darf fahren. Ein Steirer 35. Eigentlich nicht, aber Traktor ist schon. So, Startnummer 106. Super. Fest beieinander. So, Jahrgang 19 ist. Wachalowski. Ja, gibt es wenige von denen. 63. Ist eine Wiener Firma gewesen. Gibt es aber leider nicht mehr. So Traktoren, wo ist sowas am Markt? Ja, ist nicht mehr leicht zu finden. Es steht nur hier und da was umeinander in Österreich, aber natürlich sehr, sehr schwer ausfindig zu machen. Preise wahrscheinlich. Preise hoher Rend, ja. Kann man das so sagen wie bei den Oldtimer, bei den Autos? Noch ärger, weil die Lanz Bulldog zum Beispiel sehr, sehr vergriffen sind und es gibt nichts mehr am Markt. Und was noch da ist, ist natürlich teuer. Ich restauriere die Sachen, wenn es geht, auf neu, wenn es funktioniert, dass man wieder auf Original macht, kriege ich den her und fahre jedes Oldtimer-Treffen in Österreich an. Und schaust du es auch täglich? Sonst habe ich es in der Garage stehen, zeige es her, habe ich selber ein Museum und ist ein Herzeigbar. Wir haben einen Steiger, 188er. Ja, mir, eh ganz klar. Nein, ein reines Arbeitsgerät, siehst du? Du arbeitest wirklich noch damit, aber fährst nicht zu Wirten? Nein, wir arbeiten wirklich damit, wir haben normal damit. 61er, 1961. Ja, aber gleich wieder wird man sein, weißt du? Wir kippen das bei den Mädels auch, wenn du mit dem Traktor vorfährst. Gewaltig, ja, freilich. Wenn ich das sage. Ist das ein Hobby oder was ist das? Es ist auch Hobby, ja. Aber mehr Leidenschaft. Was sagt da die Männerwelt dazu? Also bis jetzt habe ich eigentlich noch positive Erfahrungen gemacht. Ist ein Bursche, Hofherrschrand. Ich war schon was seltenes, hä? Ist in Wern erzeugt worden, Baujahr 56, 57. Waren nur 1500 Stück. Okay. Wenn man für die deutschen Bursche gibt, dann Haufen. Wie kommt man zu sowas? Da war schon am Haus da. Lustig zum Fahren. Ja. Haben wir gern fahren, schon. Was ist der lieber, ein Mann mit einem Bursche oder ein Mann mit einem Traktor? Ein Mann mit einem Traktor, ganz klar. Ein Bursche hat keinen Wert für mich, aber Traktor schon.